Leute, ich war vor kurzem auf YouTube unterwegs, gestern 2 Uhr morgens so, hab mir schon ein Papierchen reingezimmert, war gerade voll Chiller-Modus und so, dann kommt mir Schlussrede, großer Diktator, wird mal reingespült, ich habe davon noch nie gehört, hab den Film noch nie gesehen. Klar, kennt man Charlie Chaplin. 1 im Chat, wer Charlie Chaplin kennt, 2, wer sagt, nie gehört diesen Namen Charlie Chaplin. Ist nicht schlimm, ich bin kein Mensch, der ausrastet und sagt so, wie kann man den nicht kennen oder so, aber ich war immer voll so, Charlie Chaplin, das ist so, der Herr, doch, der Typ, der hat auch so ein Hitlerbärtchen immer gehabt und war der Komiker, der Clown. Eins vorweg, Charlie Chaplins Leben sah so aus, der wurde geboren, sein Vater ist, glaube ich, gestorben, hat zu viel Alkohol getrunken, seine Mutter wurde wahnsinnig, der Typ war mit 15 Jahren auf sich selbst allein gestellt, wurde dann Kabarettist, also hat aufgetreten vom Fernsehen, wurde Schauspieler und war einer der ersten richtig reichen Schauspieler sogar. Hat irgendwie $150,000 die Woche manchmal verdient sogar, was zu der Zeit sehr, sehr viel war, weil da war das Geld ja noch viel mehr wert auch noch. Also richtig, richtig kranker Dude, der Typ einfach nur. Und der hat einen Film rausgebracht, der hieß Der große Diktator. Der kam 1940 raus. Da hat er Hitler parodiert und Hitler hat damals noch gelebt. Der ist ja 1944 gestorben. Boah, bitte korrigiert mich, wenn ich Scheiße labe. Das heißt, Hitler hat diesen Film eventuell gesehen, man weiß es nicht, da spekulieren viele. Er hat Hitler eben parodiert und die Geschichte geht so, dass eben Hitler voll, also sehr, macht sich sehr, sehr über ihn lustig. 45 ist er gestorben, 45, dann 44 wäre es gewesen. Egal, okay, danke schön für die Info. Also hat er 5 Jahre Zeit, den Film zu gucken sogar nochmal. Genau, es geht darum in einem Film, Charlie Chaplin spielt 2 Rollen in dem Film. Einmal spielt er den Hitler, er heißt nicht Hitler in dem Film, der heißt irgendwie anders. Die sagen immer Heil, auch so ein H, also A und H wurde benutzt, aber halt andere Namen dahinter. Ja, aber eben krass mutig, oder? Man denkt sich voll so ein Typen, das ist wie, als würde ich einen Film machen, Donald Trump parodieren, Vollgas. So. Und die wussten damals noch nicht vom Zweiten Weltkrieg. Die haben das gedreht 1938, da war der Zweite Weltkrieg noch nicht im Gange. Das heißt, als der Film rauskam, war der Krieg im Gange. Aber davor, da war noch nicht im Gange. Das heißt, die wussten noch gar nicht, dass bald ein Krieg ausbrechen wird. Die haben einfach einen Film gedreht darüber. Also, in dem Film geht es zwar nicht um den Zweiten Weltkrieg, sondern um den Ersten Weltkrieg. Und er spielt da einmal einen Juden, der Friseur ist, und einmal eben den Diktator. Und durch einen Zufall werden die am Ende vertauscht. Und er als Jude kann die Schlussrede jetzt halten. Und ich finde das beeindruckend. Das schauen wir uns mal an. Jetzt müssen Sie sprechen. Ich kann nicht. Sie müssen. Das ist unsere einzige Hoffnung. Das sollen, by the way, die Symbole sein, ne? Ihr wisst schon welches. So. Also es ist alles sehr krass nachgestellt so. Und der Bart war früher damals noch nicht so verpönt wie heute. Heute konnte kein Mensch mehr so rumlaufen. Charlie Chaplin hatte immer so einen Bart. Das ist ein Chaplin-Bart einfach. Hoffnung. Und ich unterbreche jetzt mal nicht. Wir hören es mal komplett durch. Keiner Schauspieler. Leid. Aber ich möchte nun mal kein Herrscher der Welt sein, denn das liegt mir nicht. Ich möchte weder herrschen noch irgendwen erobern, sondern jedem Menschen helfen, wo immer ich kann. Den Juden, den Heiden, den Farbigen, den Weißen. Jeder Mensch sollte dem anderen helfen. Nur so verbessern wir die Welt. Wir sollten am Glück des anderen teilhaben und nicht einander verabscheuen. Hass und Verachtung bringen uns niemals näher. Auf dieser Welt ist Platz genug für jeden und Mutter Erde ist reich genug, um jeden von uns satt zu machen. Das Leben kann ja so erfreulich und wunderbar sein. Wir müssen es nur wieder zu leben lernen. Die Habgier hat das Gute im Menschen verschüttet. Und Missgunst hat die Seelen vergiftet und uns im Paradeschritt zu Verderb und Blutschuld geführt. Wir haben die Geschwindigkeit entwickelt, aber innerlich sind wir stehen geblieben. Wir lassen Maschinen für uns arbeiten und sie denken auch für uns. Die Klugheit hat uns hochmütig werden lassen und unser Wissen kalt und hart. Wir sprechen zu viel und fühlen zu wenig. Aber zuerst kommt die Menschlichkeit und dann erst die Maschinen. Vor Klugheit und Wissen kommt Toleranz und Güte. Ohne Menschlichkeit und Nächstenliebe ist unser Dasein nicht lebenswert. Aeroplane und Radio haben uns einander näher gebracht. Diese Erfindungen haben eine Brücke geschlagen von Mensch zu Mensch. Die erfordern eine allumfassende Brüderlichkeit, damit wir alle eins werden. Millionen Menschen auf der Welt können im Augenblick meine Stimme hören. Millionen verzweifelter Menschen, Opfer eines Systems, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Unschuldige zu quälen und in Ketten zu legen. Allen denen, die mich jetzt hören, rufe ich zu, ihr dürft nicht verzagen.
Auch das bittere Leid, das über uns gekommen ist, ist vergänglich. Die Männer, die heute die Menschlichkeit mit Füßen treten, werden nicht immer da sein. Ihre Grausamkeit stirbt mit ihnen. Und auch ihr Hass. Die Freiheit, die sie den Menschen genommen haben, wird ihnen dann zurückgegeben werden. Auch wenn es Blut und Tränen kostet. Für die Freiheit ist kein Opfer zu groß. Soldaten, vertraut euch nicht Barbaren an. Unmenschen, die euch verachten und denen euer Leben nichts wert ist. Ihr seid für sie nur Sklaven. Ihr habt das zu tun, das zu glauben, das zu fühlen. Ihr werdet gedrillt, gefüttert, wie Vieh behandelt und seid nichts weiter als Kanonenfutter. Ihr seid viel zu schade für diese verirrten Subjekte. Diese Maschinenmenschen mit Maschinenköpfen und Maschinenherzen. Ihr seid keine Roboter, ihr seid keine Tiere, ihr seid Mensch. Bewahrt euch die Menschlichkeit in euren Herzen und hasst nicht. Nur wer nicht geliebt wird, hasst. Nur wer nicht geliebt wird. Soldat, kämpft nicht für die Sklaverei, kämpft für die Freiheit. Im 17. Kapitel des Evangelisten Lukas steht, Gott wohnt in jedem Mensch. Also nicht nur in einem oder einer Gruppe von Menschen. Vergesst nie, Gott lebt in euch allen. Und ihr als Volk habt allein die Macht. Die Macht, Kanonen zu fabrizieren, aber auch die Macht, Glück zu spenden. Ihr als Volk habt es in der Hand, dieses Leben einmalig kostbar zu machen. Es mit wunderbarem Freiheitsgeist zu durchdringen. Daher im Namen der Demokratie, lasst uns diese Macht nutzen. Lasst uns zusammenstehen. Lasst uns kämpfen für eine neue Welt, für eine anständige Welt. Die jedermann gleiche Chancen gibt, die der Jugend eine Zukunft und den Alten Sicherheit gewährt. Versprochen haben die Unterdrücker das auch. Deshalb konnten sie die Macht ergreifen. Das war Lüge, wie überhaupt alles, was sie euch versprachen, diese Verbrecher. Diktatoren wollen die Freiheit nur für sich. Das Volk soll versklavt bleiben. Lasst uns diese Ketten sprengen. Lasst uns kämpfen für eine bessere Welt. Lasst uns kämpfen für die Freiheit in der Welt. Das ist ein Ziel, für das es sich zu kämpfen lohnt. Nieder mit der Unterdrückung, dem Hass und der Intoleranz. Lasst uns kämpfen für eine Welt der Sauberkeit, in der die Vernunft siegt, in der Fortschritt und Wissenschaft uns allen zum Segen gereichen. Kameraden, im Namen der Demokratie, dafür lasst uns streiten! Endet der Film Der große Diktator, einer brutal heftigen Rede. Man muss sich überlegen, 1940 kam der Film raus. Das heißt, 80 Jahre sind diese Worte alt und trotzdem treffen die komplett zu. Klar, mittlerweile heißt es nicht mehr, Funktelefone haben uns näher gebracht, das Internet hat uns alle näher gebracht. Also viele Dinge könnte man es noch ein bisschen umbauen, aber an sich sind es andere Wörter. Der Text funktioniert immer noch. Und irgendwie beim Gucken dieser Rede war ich voll so, es gibt's doch gar nicht. Dass eigentlich schon wieder wir so da sind. Wieder ein Mensch, wieder Intoleranz. Und vor allem, ich finde das so schön einfach, wie er sagt, also Gott wohnt in jedem Herzen, nicht in einer Menschengruppe oder in einem Volk, so nix da Gott schütze Amerika oder Gott schütze irgendwas, sondern jeder Mensch ist Mensch und so. Und ich finde die Aussagen, also es ist so trivial und eigentlich so, ja logisch, was wusste ich alles schon so, aber einfach trotzdem geil mal, das so in einer Rede vollkommen als One-Taker vorgetragen. Und solche Worte hat noch nie ein Politiker live gesagt. Und es ist so heavy, so stattdessen so, lass Deutschland sein, lass stark sein, lass für Deutschland kämpfen, scheiß drauf, das ist alles Grenzen, imaginäre Dinge, die wir uns erschaffen haben, so wir sind Deutsch, wir sind Franzosen, wir sind Italiener, wir sind alles Menschen. Das ist doch so verdammt egal, ob ich Deutscher bin, ob ich Italiener bin. Ah, zum Kotzen. Das Schlimme ist halt, dass ich weiß jetzt schon, dass manche diese Rede anhören und sagen, wow, das passt ja Vollgas auch zum Corona-Thema. So, wir müssen uns für unsere Freiheit kämpfen. Und momentan nimmt uns die Politik die Freiheit weg. Wir müssen dafür kämpfen. Nein, das ist der falsche Gedanke. Die tun wir die ganze Rede schlecht hindichten. So. Ah, das ist halt alles so, der Mensch ist das Problem. Irgendwie so. Man dreht sich da immer im Kreis. Man kommt nicht drum rum. So. Weil einfach viele Menschen erstens es gar nicht können, sich gar nicht wohlfühlen darin, zu sehen, hey, lass doch alles tolerieren, lass doch jede Lebensform, solange man keinen anderen stört und da wehtut, lass doch jede Art zu leben respektieren und gut finden. Das geht bei vielen Menschen einfach nicht. So, die sind so, ich will nicht, dass jemand als Mann sich Frauenkleider anzieht. Ich will nicht, dass eine Frau sich einen Bart wachsen lassen darf. Das will ich nicht. Und ich bin immer so, warum denn nicht? Was ist dran so schlimm? Warum tut es so weh in deinem Kopf, wenn du deinen Horizont so erweiterst und sagst, ist doch, ob man bunte Haare hat oder gar keine Haare auf dem Kopf, ob man an Gott oder Allah oder an wen man auch glauben möchte, lass doch die Menschen glauben, was sie wollen. So, keine Ahnung, letztens habe ich, also jetzt kurz vom Thema Abschweif,
Prozenten von veganen, vegetarischen Gerichten, Fleischalternativen nennen diese gerne Veggie-Burger und vegetarische Wurst. In EU-Gesetzesentwurf sieht vor, das zu verbieten. Begründung, die Bezeichnung sei für den Verbraucher irreführend. Mehr dazu. Leute, es ist doch nur Essen. So, wenn man jetzt so dumm ist und sich eine Bratwurst kauft und isst und merkt, hä, sag gar kein Fleisch. Ja und, was ist dann? Du hast halt kein Fleisch gegessen. Ist das so schlimm? Friss doch einfach. Ist doch toll. Wir haben voll viel Auswahl. Ist doch wurscht, wie die Kacke heißt. So, lies doch, was du kaufen möchtest. So. Und dann sagen Leute, ja, aber warum gibt's denn das? Veganer, also entweder ist man Veganer oder man ist Fleischesser. Warum braucht man Ersatzprodukte? Ist doch Wayne. Es ist Essen. Es macht, soll satt machen. Warum diskutieren wir über Essen und was andere essen sollen? Ah, schrecklich. Absolut schrecklich. Mund auf, rein, runterschlucken, dass man keinen Hunger hat. Es geht ums Überleben, Leute. Ach. Ich bin gerade voll in Rage geredet, aber ich hatte dann noch angeschaut sehr viel. Der Film ist lustig, by the way. Der ist lustig. Also man muss teilweise so lachen. Also ich muss auch sagen, ich war dann von Charlie Chaplin, den hätte ich nie im Kopf gehabt und war so, was ist das für ein Typ? Und wenn der so eine kranke Scheiße raushauen kann, 1940 so, wo man denkt, da haben noch viele ganz anders gedacht, da waren ja sehr viele noch richtig konservativ. Da war Christentum noch richtig stark, so, das ist die beste Religion, andere Religionen darf es nicht geben. Und so, da war man dann noch, man glaubt, man war da sehr verkopft, aber es gab auch zu der Zeit schon sehr, sehr aufgeschlossene und sehr, sehr kluge Menschen, die einfach verstanden haben, dass das eben nicht so sein muss, so, dass alles Mögliche okay ist, dass Tolerieren geil ist. Ich suche was raus, ob ich es finde. Ah, Diktoren, das sehe ich. Super stark. Das gucken wir uns gleich mal an noch so. Also ich fand es wieder schade, dass Hans Zimmer Musik im Hintergrund war, weil die war da nicht da ursprünglich. Also 1940 keine Hintergrundmusik benutzt, also ganz selten, ganz wenig nur. Wenn ein Klaviergeplimper so zwischen den Szenen. Das war komplette Stille und ich finde so die Rede sogar am besten. Ich habe leider das Falsche rausgesucht, dachte, das wäre eine ohne Musik, weil ich die Rede eigentlich ohne Musik haben möchte. Ich finde, Musik beeinflusst dann nur, dass man es geiler findet. Die Rede ist auch bald ohne Musik schon starkes Fuck. In dem Sketch geht es darum, dass sich der, Mann, wie heißt der Typ jetzt nicht? Der heißt nicht Hitler, der heißt anders in dem Film. Dass der sich halt überlegt so, hey, wie treffen sich zwei Diktatoren nämlich? Wie kann ich ihnen gleich so zeigen, dass ich der wahre Diktator bin? Weil man will ja keinen unter sich, über sich haben, meine ich, als Diktator so. Und deswegen will der da jetzt richtig Gas geben. Und ich musste wirklich laut lachen, als dann die Schlüsselszene kommt. Dachte ich, kann nicht mehr, ist das geil. Da kann ich nur mithören, aber nicht mitschauen. Okay, es geht los. Darf Napoleon Austerlitz einmarschieren? Dieses Territorium gehört mir. Ich schlage vor, das Thema Austerlitz bei dieser Begegnung nicht zu erörtern. Es muss uns zunächst darauf ankommen, ihn von der Macht ihrer Persönlichkeit zu überzeugen. Er ist der Berater und er ist so, wir müssen ihn überzeugen von der Macht ihrer Persönlichkeit. Mit anderen Worten, er muss ihre Überlegenheit fühlen. Natürlich. Napoleon ist sehr selbstherrlich. Deshalb müssen wir ihn in seine Schranken verweisen, bevor wir unsere Forderungen stellen. Wohl gut, aber Anton Hinkler hieß er. Heil Hinkler, interessant. By the way, Leute, nein, ihr müsst gucken, hier, die Binde, schaut mal, was auf dem Mülleimer ist. Da ist auch das Symbol drauf. Ganz kleiner Humor, so nebenbei hier. Oder anders ausgedrückt, der Mann muss eben seine Unterlegenheit spüren. So etwas lässt sich auf vielerlei Weise erreichen. Zum Beispiel habe ich es so eingerichtet, dass er bei der ersten Zusammenkunft ständig zu Ihnen hinaufblicken muss. Und Sie schauen auf ihn hinab. Napoloni muss immer der Winzige sein. Sehr gut. An einem Tag wird er hier Platz nehmen, direkt neben Ihrer Büste. Ob Sie sich nun abwenden oder nicht, sein Blick ist immer auf Sie gerichtet. Aha. Punkt 2. Gut. Wo steckt er denn? Er ruht sich aus. Weiter habe ich es so arrangiert, dass er den Saal durch die von innen aus entfernteste Tür betreten muss. Auch ein psychologisches Moment. Auf die Weise ist er gezwungen, einen sehr langen Weg zurückzulegen, um an Sie heranzukommen. Gut, Gorbatsch. Freut sich der Charlie, so geil. Ja? Napoloni hat soeben seine Gemächer verlassen. Napoloni, er kommt. Eine Blume, Gorbitsch. Bitte zeigen Sie ihm in jeder Situation, dass Sie ihm weit überlegen sind. Stets höher sitzen als er und jeden Raum vor ihm betreten. Hallo, Hinki. Wie geht, wie steht? Alles in Ordnung, alter Junge? So schaffen wir kaum. Mein Bruder Diktator. Du bist ein netter Mann, Hinki. Ich bin ja so glücklich, dich wiederzusehen. meine liebe Freund Gorbitsch. Geht gut? Ihr habt aber ganz lieblich hier. Ich fühle mich sauwohl bei euch. Ich habe gerade eine kalte Bad gemacht. Wenn ihr Wanne repariert, ist die bestimmt noch sehr brauchbar. Wollen eure Exzellenz nicht Platz nehmen? Oh, vielen Dank. Danke. Schön hier, lieblich. Fuck, so mega tief.
Ich finde es so geil und es ist so alt, der Film, und trotzdem ist der Humor immer noch so modern gefühlt. Könnte auch ein David Zucker Film sein, so Scary Movie 5, keine Ahnung, irgendwas. Dankeschön, Aninata Nara, 5 Euro. Weißt du, Hinky, wir sind doch alte Freunde. Und darum... Ich muss wohl noch wachsen. Wieso setzt man mich auf Babystuhl? Das ist nichts für Napoloni. Nein, nein, ich sitze lieber oben. Ich will Ihnen was sagen, Gorbitsch. Tomanien ist ein schönes Land und ihr seid ein liebes Volk. Exzellenz, sind bei Ihrer Ankunft enthusiastisch gefeiert worden. Die freuen sich, dass sie mal einen anderen feiern können. Okay, aber eben, also da geht es um alles Mögliche. Also ich glaube, ich werde mir den Film bald jetzt mal komplett angucken, einfach mal. Einfach so, um hier so Kultur gut nachzuholen, weil das ist ja wirklich übel stark. Ich habe auch andere Sachen gesehen, so, wo eben er den Juden spielt und die Leute dann aus seinen Laden halt Jew draufschreiben, so, um halt zu kennzeichnen, Achtung, das ist ein Friseur von einem Juden und so weiter, und er ist dann so, ich will es wegwischen, und dann wollen die den verprügeln und so weiter. Also da wird wirklich ganz schön krasse Scheiße angesprochen von Dingen, bevor es wirklich passiert ist, oder währenddessen passiert ist in Deutschland sozusagen, ne? 1938, wo sie es gedreht haben, da war es schon so, so ging es schon los. Also das ist nicht so, dass man sagt, man will jetzt mal wieder, schon wieder einen Film, wo man die Zeit von damals darstellen will, sondern es war währenddessen, er hat das währenddessen sich gedacht, so, das ist heftig, ich muss dazu einen Film machen. Also das ist schon krass, genauso wie dieses Modern Times, was er gemacht hat, von Charlie, wo halt eben diese Industriearbeit parodiert und eben sagt so, das ist total unmenschlich, wie die Menschen arbeiten. Und ich habe ja auch in der Fabrik gearbeitet und muss sagen, es ist schon krass. Immer die gleichen Handbewegungen. Das war Wetten, also Modern Times, wo das frisch losging so. Bei Charlie war das ja alles noch recht neu, so diese Industrialisierung, dass er halt empört war. Also das ist doch keine normale Arbeit. So früher hat man 1000 Arbeiten, musste ein Mensch erledigen. Jetzt hat man nur noch einen Handgriff. Alles wurde so dezimiert auf eine Bewegung nur noch. Und ja, das macht man in Firmen heute noch so, weil es einfach viel günstiger ist, als wenn ein Mensch alles macht. So. Einfach einen spezialisieren und gut ist. Na gut, deswegen mal auch ein Aufruf an euch und an YouTube, weil ich werde hochladen auf YouTube das Ganze hier. Falls ihr mal Bock habt, ihr könnt euch mal wirklich von Charlie Chaplin mehr anschauen. Da gibt es richtig coole Dinge und auch gerne mal informieren über sein Leben und so. Ist ein starker Mensch. Ich muss nachgucken, wann ist er gestorben? 1977, also 13 Jahre später. Dein Mann ist da geboren? Meine Eltern sind sogar älter als das. Die haben ihn sogar noch miterlebt. Der hat ihn noch gelebt. Eure Eltern, vielleicht ein paar auch, weiß nicht, oder Großeltern auf alle Fälle. 13 Jahre später wurde ich geboren zum Beispiel. Also, das ist nicht so lange her. Leute, das war's mit meiner Reaktion auf Charlie Chaplin. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Okay, ciao, ciao.